Wie lange du schon Immobilienmakler bist, zählt kein bisschen. Mit einer kleinen Ausnahme, nämlich dass aus Kundensicht natürlich Erfahrung, also wenn du 15, 20, 25 oder 30 Jahre auf dem Markt bist, da hast du natürlich ganz klar einen Vorteil durch. Aber was ich meine, ist eher die andere Seite der Medaille, nämlich die eigene Sicht auf die Dinge. So nach dem Motto, ich bin schon seit 10, seit 15, seit 25 oder seit 30 Jahren auf dem Markt und deshalb kann mir ja keiner mehr was erzählen. Ich weiß ja schon alles. Ich bin der Größte, Beste, Tollste, Schnellste. Weil meine Erfahrung ist nämlich eine ganz andere. Gerade die, die schon länger auf dem Markt sind, oder vielleicht ein kleines Beispiel, stell dir mal vor, du bist seit 15 Jahren auf dem Markt, aber du hast irgendwie 15 Jahre hintereinander dein erstes Jahr gehabt. Und jemand, der jetzt gleich seit 2 Jahren oder 3 Jahren auf dem Markt ist, der alles umsetzt, Schritt für Schritt erfolgreich ist und die 3-4-fache Anzahl an Objekten pro Jahr dreht als du. Was, bitteschön, bringt dir in dem Moment deine Erfahrung? Gar nichts. Die bringt dir null. Und eine weitere Erkenntnis, die ich hatte aus den vielen Gesprächen mit Immobilienmaklern, ist, dass gerade die, die länger auf dem Markt sind, derartig blockiert schon fast sind oder in diesem Frame drin sind, ich habe die Erfahrung, mir kann doch keiner mehr was sagen und eben sich auch nichts sagen lassen. Das könnte man fast schon wie so eine Art Lehrer-Syndrom sehen, dass, ich sag mal, ein Lehrer, der seit 30 oder 40 Jahren Lehrer ist, der nichts mehr bereit ist zu verändern und der sich auch nicht der neuen Situation stellt. Ja? Und hier sind wir wieder bei einem Thema, wir alle leben für und von Veränderung. Ja? Und das Business, das Leben, die Gesellschaft, alles entwickelt sich weiter. So, und jetzt kommen wir zu dem ganz entscheidenden Punkt. Wie setzt du das um? Also wie setzt du deine Erfahrung so genial gut ein, nämlich gerade die Zeit, 15, 20 oder 25 Jahre als Makler aktiv zu sein, hat natürlich definitiv einen Vorteil gegenüber den ganzen Jüngeren. Denn der Durchschnittsverkäufer einer Immobilie, der ist eben eher 50, 55, 60 oder sogar 65. Ja, und da bist du natürlich als erfahrene Person besser dran als so als Jungspund. Wichtig dabei ist aber, dass man natürlich auch erkennt, dass du dich den neuesten Erkenntnissen, dass du dich dem Fortschritt nicht verstellst, dass du vor allen Dingen auch genau deine Erfahrung, deine Lebenserfahrung einsetzt, um dein Business wirklich zu entwickeln, um dein Business wirklich nach vorne zu bringen und nicht in deinem, unter Anführungsstrichen, kleinen Rahmen, den du dir vielleicht selber gesetzt hast und dich auf der Erfahrung ausruhst. Das sollte auf gar keinen Fall so sein. Und weil das wird dich am Ende des Tages nicht weiterbringen. Also Erfahrung ist was Cooles, ist was Gutes, aber Erfahrung heißt nicht, dass man sich ausruht darauf und nicht weitermacht. Also wer aufhört zu lernen, hört auf, gut zu sein. In diesem Sinne.